und willkommen hier zur Prospektvorstellung vom Netto-Marken-Discount. Und zwar ist das ein generelles Netto-Prospekt, weder mit noch ohne Hund. Das wird immer extra gekennzeichnet in diesem Prospekt. Und ja, würde ich sagen, schauen wir uns das mal an, was Netto dieses Jahr so Schickes anbietet. Bekannterseits ist es ja Phoenix-Feuerwerk. Und ja, ein bisschen Raclette können wir machen, Celebrations, iTunes-Karten kaufen. Ah, da haben wir es ja. Feuerwerk für 2016 ab Dienstag, den 29.12. Und das Ganze geht gut los hier mit dem Götterfunken-Sortiment. Ja, Raketen, ihr habt da Artikel, Leuchtartikel drin. Das Ganze für 14,98. Kann man nichts mit falsch machen, ist genug für jeden was drin. Ne? Das ist auf jeden Fall machbar und ja, kann man sich gönnen. Dann gibt es wieder die überteuerten Batterien. Honeyball haben wir hier für 34,98. Die Preise stehen übrigens hier unten. Ich glaube, ich lege das am besten mal wieder hin. Genau, dann haben wir die Honeyball. Ja, 35 Euro. Kann man sich mal mitnehmen, ist eine Fächer- und Blink-Batterie. Finde ich nur ein bisschen überteuert. Genauso wie die Pegasus. Die haben wir hier. Ist eine 33 Schuss. Und das war auch nicht die Pegasus. Ich wundere mich gerade schon. Das hier ist die Pegasus. Das ist die Pegasus. Die hat 33 Schuss. Kostet 15 Euro. Das oben ist die Caligula. Für 20 Euro. Mit 42 Schuss. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Genauso wie die Apoll. Das ist so eine ganz, ganz kleine Batterie. Für 2,99 Euro. Preis steht da unten. Auch mit der kann man im Grunde nicht viel falsch machen. Weiter geht's auf der nächsten Seite. Dort haben wir die. So, machen wir für euch ein bisschen. So, jetzt könnt ihr die Artikel besser sehen. Genau, oben die Nummer 6 ist die Harpeistos für 15,98, 60 Schuss und 55 Sekunden Brenndauer. Ist eine sehr eckige Batterie und ja, wer die lustig findet, kann sie mal mitnehmen. Ich glaube, da steckt aber nicht viel drin. Die 7, die Cerberus, hat 95 Schuss und 40 Sekunden Brenndauer für 12,98. Auch das, naja, eher mau als schlau. Die Troja, das sind zwei Batterien für 9,98 Euro. Kann man sich mitnehmen. Für jeden, der Fan von ja, Sound- und Crackling-Batterien ist, ist das auf jeden Fall was Vernünftiges. Und ja, wie gesagt, für einen Zehner bist du überteuert, aber das sind ja alle hier, ne? So, Nummer 8. Nummer 8 ist die Zeus, ja, und die Zeus hat, ja, hat im Grunde nur Kometen mit Silberfischeffekten, ja, für 30 Euro, 30 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer. Ja, ich staune immer wieder, ne, also, ihr zahlt pro Schuss quasi 1 Euro. Ja, da fällt mir jetzt nicht mehr so viel zu ein. Ja, ne? Wer es übrig hat, bitteschön, ne? Wollen wir jetzt da nicht schlecht reden, ne? So, dann gibt es hier noch die Nonisos. Auch eine Heuler Batterie für 3,99. Die kann man tatsächlich mal mitnehmen. Das ist mal etwas, was nicht übertrieben ist. So, weiter geht's hier mit dem, was ihr auch letztes Jahr getestet habt, das Aetna Set. Das Aetna Set hat einige Batterien, Fontänen und sowas drin. Für 4,99 Euro kann man nichts mit falsch machen. Dann haben sie hier die Horus. Und davon gibt es mehrere Versionen. Was haben wir denn hier? Achso, das ist Verbundfeuerwerk. Für 20 Euro, drei Batterien. Kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen.
Wir haben hier 216 Schuss mit 70 Sekunden Brenndauer. Ja. Wer Spaß dran hat, 20 Euro, drei Batterien, kann man machen. Muss man aber nicht. Dann haben wir die Iris. Die Iris ist hier. Das sind 8 Schuss für 4,99. Ich glaube, da gibt es günstigere Alternativen Richtung Lidl, Aldi und sowas. Ja. Ich glaube, ihr wisst, von welchen Batterien ich spreche. Dann haben wir hier die Anubis 30 Schuss, 7,99 €. Ist auf jeden Fall ein Knüller, hatte ich letztes Jahr auch. Und ich glaube, die werde ich mir dieses Jahr auch wiederholen. Einfach, um sie nochmal abzufilmen. Das Aetna hatten wir. Und dann haben wir hier das Mercuris. Das Mercuris, das ist so eine Leuchtkugel-Batterie, römische Lichter quasi, für 7,99 €. 175 Schuss, 8 Euro. Ist, glaube ich, der Standardpreis. Da kann man nicht viel mit falsch machen, wenn man auf sowas steht. Dann haben wir hier die Amun-Re. Die Amun-Re kostet 6,99 €. Ich hasse die Prospekte. Das hatte ich schon im Penny-Video gesagt, ne? Genau. 6,99 €. 4 Schuss hat das gute Ding. Das ist, 4 Schuss, 6,99 €. 50 Sekunden Brenndauer. Ist halt eine Fontäne. Braucht man nicht viel zu sagen, denke ich. Ne? Die 7, die Ramses für 9,98 €. Hat 19 Schuss und ist eine ganz klassische Batterie. Die bockt sogar ziemlich, ist auch ziemlich groß. Und 30 Sekunden Brenndauer kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir hier dieses Imperator-Set. Das sind diese ganzen gemischten Batterien hier. Und da ist dreimal die Cäsar bei und zwei, ein kleineres, ein größeres Leuchtkugel-Batterieset. Für 20 Euro. Hatte ich auch mal, aber muss man nicht unbedingt machen. Dann haben wir die Cleopatra. Das ist eine Batterie, die hole ich mir auch regelmäßig. 16 Schuss für 6,99 €, so sieht sie aus. Und kann man tatsächlich nicht viel mit falsch machen. Womit, wo es keine Kaufempfehlung gibt, ist halt hier eben die Acropolis. Das sind gerade mal 99 Schuss für 40 Euro. Finde ich ein bisschen happig. Aber auch das, wer das Geld übrig hat, das muss halt jeder selbst wissen. Ich möchte da nicht generell von abraten, aber es ist halt nun mal so, dass das einfach 40 Euro für nicht mal 100 Schuss und mir fehlen dazu einfach die Worte. Ne? Das ist Phoenix-Feuerwerk, das ist halt der Abklatsch von, naja, ich will jetzt hier nichts rauspiepen, deswegen, ne, werde ich dazu jetzt nichts weiter sagen. So, dann haben wir die Raketensets. Die sind immer relativ interessant befüllt hier von Phoenix Feuerwerk. Und mit dabei ist die Aphrodite wieder, Fortuna, Osiris, Sethos und Nofretete. Nofretete ist auch ein Sortiment, was ich mir immer wiederhole und kann ich nur empfehlen. 10 Euro. Die restlichen liegen auch in dem Bereich. Die größeren, das Aphrodite und das Fortuna, liegen bei 20 Euro. Was für Familien sehr interessant ist, ist das Osiris. Ihr habt da nämlich ordentlich Raketen, Böllerzeug, Wunderkerzen, Knallerbsen und Knatsch-Quatsch da. Ne? Für 10 Euro, 210 Teile, kann man nichts, absolut nichts mit falsch machen. Für das Ding gibt es die klare Kaufempfehlung, genauso wie für das. Und ja, das ist, wenn ihr euch das anschaut hier, ich hole das mal hoch, Aphrodite, da sind unendlich viele Raketen. Und unendlich viel Kleinkram. Wahnsinn. Wahnsinn. So, dann haben wir hier das Superknallvergnügen für 3,99 €. Werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Dann, einige hatten im Forum schon geschrieben, irgendwie existieren wahrscheinlich zwei Prospektversionen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mit und ohne Hund, aber das ist halt ein generelles hier. Wird halt gekennzeichnet mit den Sternchen und so, wo steht nicht erhältlich bei Netto City oder was. Und das Ding kostet auf jeden Fall wieder 4,99 €. Die ranzigen Kellerböller, China Böller D, 80er Schinken, Standardpreis. Kann man nicht viel erwarten, ranzig und ja, überhaupt. China Peng, das ist relativ gut sogar noch verarbeitet. Ich glaube, das werde ich mir auch nochmal holen.
Oder ich hole mir tatsächlich die Böllerparade dieses Jahr. Ich glaube, das werde ich machen. Für 8,99 Euro, halt wieder dann von Phoenix und bla bla bla. Ja, für 8,99 Euro. Ich glaube, das werde ich mir holen. Ich glaube, das lasse ich liegen dieses Jahr. Wobei beide sehr, sehr gut sein sollen. Also das ist sehr gut, das weiß ich nicht. Da muss ich mal mich selbst von überzeugen. Dann haben wir hier eine Megamatte mit 200 Knallern dran für 1,99 €. Das ist so ein ganz, ganz kleines Ding. Ich glaube, die werde ich mir auch einfach mal gönnen. Und dann schauen wir mal, wie das Ding so ist. Dann haben wir hier 20 Reibkopfknaller für 1,99 €. Ist auch ein Standardpreis. Wobei ich glaube, die 99 Cent ist noch mehr Standard als 1,99 €. Ist halt Kellerfeuerwerk, genauso wie die Wunderkerzen. Wobei hier wieder 5 Stück sind für 1,99 €. Und dann ja 70 cm Länge, also ein bisschen kürzer als die 1 Meter Länge. Und ja, ich glaube, das war's von dem Netto-Prospekt. Netto-Prospekt, das war's. Das war's, Netto-Prospekt. Ja, hier nochmal eine Übersicht, weil ich das nicht so ganz für euch in die Kamera halten konnte. Genau, und neben den anderen Raketensortimenten, die ich schon empfohlen habe, gibt es halt für das Götterfunken, was ich mal verlost hatte, auch eine klare Kaufempfehlung. Ist unschlagbar. Es ist einfach unschlagbar. Ihr habt da ein Riesensortiment, ne? Ganz viel Kleinkram. Für 15 Euro macht man auf jeden Fall nichts falsch. Das war das Netto-Prospekt. Ein bisschen gefailed, weil ne? Ich hasse diese großen Netto-Prospekt, also überhaupt generell Prospektdinger, die so riesengroß sind, die du nicht richtig halten kannst. Für euch scheiße, für mich scheiße, das ist sowieso, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Einkauf bei Netto. Wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst die Finger dran, ne? Und haut's da rein.